unabhängig hin. Du kannst schon mal unsere Hightech vorbereiten. So. Ja, herzliches Willkommen an alle Zuschauer, alle Geschlechter mit eingeschlossen. Wir sind mal wieder montagsabends, Montalk, Wandelgespräche. Die offene Plattform zum Einstieg in das Nachdenken über alles von allen, die sich freundlich über alles unterhalten wollen. Vor allem eben natürlich, weil das ist ja kein Thema, was uns kalt lässt. Wie retten wir unsere Welt? Wie retten wir sie auch in unserem Inneren, dass sie uns nicht egal ist? Weil wenn uns die Welt egal ist, dann sind wir schon tot, auch wenn wir äußerlich noch rumlaufen. Also von daher, wie können wir die Rettung des Lebens in uns und der Welt einleiten? Und wir machen das immer so in einer Reihenfolge, dass wir wie beim Redekreis den Staffelstab des Sprechens quasi weitergeben. Wir nehmen es auf und der Dylan, der achtet freundlicherweise auch auf die Zeiten. Der macht dann immer piep, 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 wenn die Zeit vorbei ist. Ich würde sagen, wir machen jeder 4 Minuten. Wir haben heute nur eine knappe Stunde und dann gehen wir zu einer anderen Veranstaltung rüber. Da werden wir wahrscheinlich sogar auch drüber reden, schätze ich mal. Weil das ist ja heute eine Besonderheit. Und zwar so eine Veranstaltung, ich sage es mal nur ganz grob, damit die Zuschauer wissen, ob sie das auch interessiert, dann können sie das da bei OkiTalk im Archiv sich angucken. Da gibt es so eine Initiative aus dem Boys-Jahr, 1000 mal 1000. Die suchen 1000 Leute, die 1000 Euro hinlegen. Ist natürlich nicht so genial, dass sie anfangen mit dem Geld und nicht erst mit der Gesinnung, aber ist ja egal, kann ja trotzdem von rechts oder links, irgendwie kann man sich ja, können sich die Dinge ja treffen irgendwo. Und dann soll so inspiriert, künstlerisch inspiriert, Alternativprojekt oder mehrere auch entstehen. Am Rande der Städte haben sie das, glaube ich, vor. Ja, gut, also deshalb machen wir heute schon so kurz vor 7 Schluss und fangen jetzt an. Also ich habe auch ein paar interessante Neuigkeiten, die erzähle ich, wenn ich das erste Mal inhaltlich dran bin. Hier mache ich ja nur die Einleitung. Also wir wollen so einfach und freundlich miteinander über alles, worüber man reden kann, sich austauschen, dass auch ein gesprächs- und orientierungsbedürftiges Kind sich bei uns wohlfühlen könnte. Das habe ich so als Formel mir ausgewählt, womit ich den Charakter der Wandelgespräche so ein bisschen darstellen kann, immer. Okay, damit gebe ich an den Dylan, und der hat bestimmt auch eine gute Reihenfolge dann im Kopf. Ja, ich schlage vor, wie immer, Lucky Henning, Dylan, Lucky, willst du anfangen, ja? Na super, dann machen wir das. Hey, kann ich machen. Ist auch ziemlich kurz. Ja, ich komme gerade von der AG Weltreferendum zur Abschaffung des globalen Welt-, Geld- und Finanzsystems. Wir waren diesmal wieder zu dritt. Das war schön, weil jemand, der schon lange weg war, der auch das Video gemacht hat bei der Utopie-Konferenz letztes Jahr, der war jetzt auch dabei und wir haben relativ produktiv diskutiert, also abgesehen von den technischen Mangeln, die ich bei mir oder mit dem Laptop hatte oder mit meinem Unvermögen, war ich also öfter nicht zu hören oder zu sehen. Aber ansonsten haben wir eine schöne Atmosphäre auch diskutiert und es macht Spaß, dass eben auch noch andere so denken wie ich, dass sozusagen das A und O ist, doch das Geld- und Finanzsystem abzuschaffen, auch wenn ich weiß, dass hier andere eine andere Meinung sind. Aber das war schön und neu beim Job ist mir aufgefallen, was spricht eigentlich dagegen, wenn 2 Veranstaltungen stattfinden, also so wie die Utopie-Konferenz. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich mich zurückziehen will aus dem der sehr guten Idee von so einem runden Tisch für eine Zukunftswelt oder Zukunftsvision von einer besseren Welt, so einen runden Tisch zu machen, wo alle, die in der Hinsicht irgendwie was auf der Lager haben an Ideen, dass sie sich da treffen. Hatte ich ja gesagt, ich will da nicht mitmachen, weil ich mich erstmal auf das andere konzentrieren will. Und wenn das nicht wird oder aus irgendwelchen Gründen ich dann mich nicht in Ideen einbringen kann, direkt dann mitmache. Und dieses Entweder-Oder habe ich auch viel gehoben und denke, man muss entweder auf wen, schadet ja nicht, wenn 2 so eine Kongresse sind, auch wenn der eine Utopie-Konferenz heißt und der andere Runde Tisch für Zukunft. Das ist ja eigentlich das Gleiche mit dem Mind. Und von daher kannst du eigentlich genug geben. Und deswegen ist so, wenn wir wieder aufgehoben sind oder wenn wir an dem Thema weiter diskutieren, dann werde ich mich also mit beteiligen. Und ihr kennt ja noch meine Vision, dass ich idealtypischer gut finde, wenn es in so eine tolle Aktion gekoppelt wird. Das, was da inhaltlich rübergebracht werden soll, dass es nicht in den üblichen, wie wir das jetzt auch kennen hier, in Diskussionen oder Redekreise ist, sondern in so einer Action,
die eben an die Sportbegeisterung der Mehrheit der Menschheit anknüpft. Wenn man so weit verbinden könnte, wäre natürlich mein Steckenpferd. Ja, damit bin ich schon fertig. Und ja, wie habt ihr gemerkt, mir ist auch ganz gut, persönlich und so weiter, ist halt in Ordnung. Bin immer noch, wie sage ich mal schön, negativ geblieben und positiv denken. Das hat sich bei mir nicht geändert. Und damit hebe ich weiter an Dylan, wa? Dylan Henning, Öffi. Henning ist dran, ne? Henning ist dran. Gut, dann nehme ich weiter an Henning. Ja, einen schönen guten Abend aus dem schönen Peru. Und ich möchte mich kurz vorstellen. Ich nenne mich Botschafter der physisch lebendigen Erde. Ich fühle mich auch gut. Ich war letzte Woche nicht dabei, weil ich in Paracas, also in einer der Wüstenstrandregionen von Peru, südlich von Lima war, wo viele Fundorte sind von Leben, Skeletten, auch Steinen oder auch Hinweisen, die auf Kulturen von bis zu 40 Millionen Jahre alt sind. Das heißt also, die Geschichte, die man uns erzählen will, dass das Leben nicht länger als 6000 Jahre alt ist, ist irgendwo daneben. Und macht auch irgendwo keinen Sinn von dem, was ich hier in Peru gelernt und gesehen habe. Weil für das Leben oder für Licht und Leben steht hier in Peru ein Denkmal. Das nennt sich, ist also eine Urkultstätte. Das nennt sich Caral. Und in Caral gibt es 12 Pyramiden, die in Spiralform aufgestellt sind. Und vor der Hauptpyramide in Caral gibt es einen Stein, in dem eine Spirale eingebrannt ist. Und zu diesen beiden Spiralformen in Caral gehört auch noch eine dritte Spiralform. Und das ist die, die in der Nazca-Wüste, also unweit von Paracas, ist. Und die ist die Spiralform der Endloslinie, Spirale, ist in Nazca eigentlich sehr bekannt und auch berühmt. Und die sagt ja eigentlich, dass das Leben unendlich ist, aber nicht nur das Leben. Und das Wesentliche vom Leben ist die Kommunikation, die wir miteinander und untereinander betreiben. Und die Kommunikation des Lichtes ist immer in Wechselwirkung. Das heißt, sowohl in der ausstrahlenden Kraft, sowie auch in der reflektierenden Wirkung. Und die Lichtinformationen, die uns informieren, die wir über unsere 12 Sinnesorgane wahrnehmen, war durch die mangelnde Lichtintensität, die wir uns in den letzten 6000 Jahren befunden haben, allein durch die Bewegung der Erde mit der Sonne durch die 12 Sternkreiszeichen, wo wir pro Sternkreiszeichen etwa 2000 Jahre brauchen. Und dieser Mangel an Lichtintensität, der kommt jetzt wieder zurück, weil wir in die Richtung Galaxiezentrum, also intensiveres Licht, gehen. Und im Guten, oder das hat Licht oder die Ausstrahlung von Lichtenergien, die tun uns immer gut. Und das merkt eigentlich jeder, wenn der Frühling anfängt, die Sonne anfängt, wärmer zu werden, dass uns das Licht gut tut. Und das Licht tut uns nicht nur gut, es heilt auch. Es hat heilende Funktion oder Wirkung, weil es eine Energie enthält, die diesem Wandel auch beiträgt. Und der Wandel geht auch dahingehend, dass also alle Geschäftsmodelle, die eigentlich nur zweidimensionales Denken in Zahlen und Worten ist oder in Dokumenten ist, dass das eigentlich einem Ende entgegengeht und wir eigentlich wieder dem dreidimensionalen Lebendigen entgegengehen. Und damit würde ich dann weitergeben an, wer ist dran? Ja, ich bin dran. Hört ihr mich gut, ja? Ja. Ja. Gut, dann lege ich mal los. Ja, also ich habe so in letzter Zeit die Hypothese so im Kopf, dass die Menschen so Vertrautheiten brauchen. Und deswegen habe ich auch jetzt, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe, nicht mehr so gesprochen von Zukunftskongress, der neue runde Tisch, obwohl das auch ein vertrauter Begriff ist, ja, für alle Lösungsentwürfe für die Menschheit und die Erde,
sondern ich habe dann sogar noch so einen Begriff dazu genommen, New World Economic Forum, neues Wirtschaftsforum, so ein Anlehnung an das Gescheiterte in Davos, wo sie ja eine gnadenlose Cancel Culture machen und eigentlich nur neoliberale Leute zusammensitzen. Aber wenn das dann im Sinne von ÖFF erweitert ist auf alle, so fantasiere ich mich jetzt, so bin ich jetzt gerade hier beim New World Economic Forum, ja, und ja, versuche darzustellen, wie die Lösungsentwürfe aus Sicht der modernen Naturwissenschaften sind, Weltrat, Next Scientists for Future. Und ich habe jetzt den Samstag, den wir am Samstag hatten, versucht, so mal zusammenzufassen, um deutlich zu machen, welches die unterschiedlichen Lösungsentwurf-Fundamente sind bei den Geisteswissenschaften und bei den Naturwissenschaften. Ne? Und bei den Geisteswissenschaften, die ja der Öffi sehr gut vertritt oder hervorragend vertritt, da gibt es die Hypothese, dass eine echte Freiheit bei uns Menschen entstanden sei, und zwar von der DNS-Herrschaft, also quasi durch das stärker gewachsene Gehirn oder durch die Gehirnvergrößerung. Öffi muss mich nachher korrigieren, wenn ich es nicht richtig wiedergebe, dass dadurch, dass das Gehirn gewachsen ist, das Denken also eine stärkere und größere Rolle bekommen hat und dann irgendwie auch Freiheitsgrade bekommen habe und sich irgendwie ein Stück gelöst hat von dem, was wir in der Naturwissenschaft sozusagen die DNS-Dominanz oder das Herrschen der DNS oder der DNA international, also des Genoms, des Genbestandes und so weiter, sagen würden. Und ja, und die Naturwissenschaften unterscheiden sich davon, indem sie sagen, nein, trotz Gehirnvergrößerung bleibt die DNS der Herrscher ohne neue Freiheiten, außer in der Strategiewahl. Also die Naturwissenschaft sagt, das größer gewordene Gehirn ermöglicht uns nur kompliziertere Strategien. Anstatt irgendwelche Steinmesser zu schneiden, können wir heute Edelstahlmesser schleifen lassen von Super-Hightech-Maschinen und so weiter. Aber die DNS-Dominanz bleibt, das ist die Sichtweise der Naturwissenschaften, und die Evolutionsbiologie kann man ja mit einem Satz zusammenfassen, nämlich: Ich, dein Genom, befehle dir oder veranlasse dich, Körper, dadurch, dass ich bestimmte Hirnteile entsprechend wachsen lasse, veranlasse ich dein Genom, dich, lieber Körper, dazu, schieße du mich irgendwie in die Zukunft, Kinder, Enkel, Urenkel, Verwandte, und räume im Zweifelsfall alles andere aus dem Wege, weswegen wir den Menschen also pessimistischer sehen, als die Geisteswissenschaftler das jetzt sehen würden. Wir sehen das quasi so, dass der Mensch sozusagen der Versuchung erliegt, wenn es Milliarden dafür gibt, wenn man andere Menschen schädigt, dann sozusagen, dann ist das gefährlich und sollte geändert werden. Und das ist jetzt die Gemeinwohlökonomie, auf die ich gleich eingehe, die ja jetzt im Schrot und Korn sogar aufgetaucht ist, in der großen Bio-Zeitschrift und in ZDF und Arte. Ja, aber ich gebe erstmal weiter an den ÖFIF. Der kann ja auch mal sagen, ob ich den Unterschied zwischen Geistes- und Naturwissenschaft halbwegs richtig wiedergegeben habe. Ich gebe weiter. Ja, danke schön den Vorrednern. Könnt ihr mich auch gut hören, so? Ja, sehr gut, verständlich. Super, sehr gut. Ja, dann kann ich erstmal sagen, also der Dylan hat strukturell da schon einiges richtig beschrieben, aber die Geisteswissenschaft aller ÖFF ist viel bescheidener. Denn sie sagt, ob da im Hintergrund die DNS oder das Genom weiter vollständig regieführend wirkt, das wollen wir gar nicht ausschließen. Das wissen wir noch nicht. Was wir wissen, ist, dass wir aufwachen im Selbstbewusstsein und dass dieses Selbstbewusstsein eine Freiheit enthält, sozusagen im Sinne einer innewohnenden Strukturlogik. Man könnte sagen, so wie wir die Mathematik in uns entdecken
Und wir entdecken, das ist ein System. Also wenn da eine DNS im Hintergrund mitwirkt, dann wirkt sie aber systemkonform. Also da kommt keine keine DNS, die dann dazwischen funkt und sagt, 2 ist 2, 2 und 2 ist 5. Sondern wir erkennen, da ist eine solche Strukturlogik, die hat eine faszinierende Eigengestalt, eine Eigenregelung, der wir folgen können, die wir durchschauen können, der wir folgen können, die wir anwenden können. Und das, was ich glaube, was existiert, ist nicht nur die Mathematik, die wir so kennen aus der Naturwissenschaft, sondern das, was es auch gibt, ist sozusagen eine Sinnmathematik der Vernunft. Das heißt, wir können, wenn wir da so erwacht sind und beschäftigen uns mit uns selbst, wir gehen in das innere Gespräch mit uns selbst, können wir erkennen, dass da ein roter Faden auftaucht, an dem wir uns orientieren können und der eben so eine bestechende innere Eigenlogik hat, dass egal, also wir würden nur dann auf Konfrontationskurs mit irgendwelchen Einflüssen von außen sein, ob das jetzt Herrscher sind, die uns beeinflussen wollen, ob das der eigene Bauch ist, der Bequemlichkeit oder Gier überordnen will, ob das eine DNS ist, die plötzlich auftauchen würde und würde sagen, du darfst nicht mehr auf die wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort geben oder derartiges. Dann würden wir das als Fremdherrschaft empfinden, so wie ein echter Diktator, der vielleicht uns gegenübertritt. Solange irgendwelche Hintergrunddimensionen der Wirklichkeit, auch unserer eigenen inneren Wirklichkeit, so funktionieren, dass sie sozusagen tragend und übereinstimmend sind mit dieser inneren Strukturlogik, dieser Sinnmathematik unserer Vernunft, so lange kann man das alles offen lassen oder sich sogar vielleicht freuen, wenn das eben Kraftquellen sind oder tragende Böden, auf denen man sich gut bewegen kann. Und diese faszinierende Logik, der die meisten Menschen eben ja gar nicht mal die Augen öffnen, also die, wenn sie den Geruch schon aus 3 Kilometer Entfernung haben, dass da so etwas jetzt auftauchen könnte aus dem Nebel, dann kommen sie schon ins große Rennen, fliehen. Aber derjenige, der erkennt, Moment, das ist der reine Wahnsinn, da taucht aus dem Nebel eine klare Orientierungsstruktur des Geistes oder der Vernunft auf, derjenige ist natürlich wesensbegeistert von dem, was ihm möglich wird und springt da voll drauf an. Und diese Logik kennt er ja schon, also sie beginnt mit dem allersimpelsten Prinzip, also ich bin bereit zum inneren Gespräch mit mir selbst und ich versuche organisch zu denken, immer auf die jeweils wichtigste Frage, die ich finden kann, die bestbegründbare Antwort zu suchen, damit ich nicht vermeidbar oder schuldhaft für Unwichtiges und Verkehrtes lebe. Und dann diese Grundkette dann, die sich dann entwickelt aus diesen Fragen und Antworten. Was macht mich glücklich? Dafür muss ich wissen, wer oder was ich bin. Von Biologie über Theologie, Philosophie und so weiter sagt alles, ich bin eine Vernunftseele. Ich kann auch feststellen, dass ich mit mir sprechen kann, dass ich Erkenntnis und Willen in mir trage, sodass ich freiwillig aus Einsicht mein Leben steuern kann. Und dann, was ist das, was mich dann erfüllt dabei? Also wenn ich so erkannt habe, ich bin diese Vernunftseele, dann ist sehr klar, dass die Vernunft nach Sinn sucht, am besten einen Sinn im Ganzen. Damit bin ich auch, wenn ich das in eine geläufige Formel der Alternativszene packe, bei global denken, lokal handeln angekommen. Dann entdecke ich, dass das Wichtigste ist, sich mit den anderen so denkfähigen Wesen über diese Grundverantwortung zu einigen. Sprich, mit den anderen Menschen auf eine global denken, lokal handeln, Verantwortungsorientierung zu einigen, einen Konsens darüber herbeizuführen. Und damit ist man schon beim Kernprinzip der dann von mir dafür gegründeten Schenkerbewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit, was man eben als Formel so formulieren kann. Als globale Konsensgeschwister versuchen wir, das Nötige gemeinsam zu planen. In freier Argumentekultur. Ja, jetzt überlegen, habe ich noch was? Moment, dann mache ich beim nächsten Mal. Also ich bin an einem spannenden Punkt meiner Corona-Strategie oder überhaupt Corona-veranlassten grundlegenden Wandelstrategie, wie ich da jetzt auch in den kommenden Monaten agieren werde. Ist heute ein Video zu entstanden mal wieder. Und ja, ich gebe aber erstmal wieder weiter.
Lucky. Ich bin wieder dran. Ja, mir fehlen die Worte jetzt. Ich weiß ja nicht mehr, was ich sagen soll. Erstmal. Und hoffe, dass wir wieder irgendwie zurückkommen zum letzten Gespräch, wo der um den runden Tisch ging, auch wenn er jetzt einen anderen Namen kriegt. Da habe ich nichts dagegen. Hauptsache, es geht um die Inhalte, wie wir möglichst viele zusammenkriegen und auch ein bisschen Welle schlagen können. Also wir haben das Stichwort Multiplikatoren erreichen können, die unsere Ideen oder diesen erstmal Ziel, verschiedenste Modelle offen gegen oder nebeneinander stellen, um möglichst viele Leute zu erreichen, dass die mit drüber denken und vielleicht auch mit einem Strick dann ziehen, einer Transformation hin zu einer anderen Gesellschaft. Ja, mit diesen. Ja, aber du könntest auch den Rest deiner Zeit nutzen, uns nochmal argumentativ zu plädieren, aus welchem argumentativen Hintergrund zum Beispiel du das Geld abschaffen möchtest und so weiter. Ja, also nutz doch einfach die Zeit noch. Das geht ja hier eigentlich darum, um den runden Tisch, und da werden dann diese Ideen, die wir auch uns unterscheiden, die werden dann dargestellt. Und da hoffe ich, dass ich auch Teil an dem, an dieses runden Tisch ist. Und da kann ich das dann sicherlich nochmal ausführlicher darstellen. Ich meine, ihr kennt ja zum Teil auch die Argumentation, und von daher wird das nur für Henning neu. Und da wir jetzt nur eine Stunde haben, denke ich, und ihr noch so viel auf dem Lager habt, was ihr sagen wollt, also was ich bei Effi verstanden habe, bei dir auch noch, bei Henning weiß ich das nicht, gebe ich mir eine Zeit gerne weiter. Ja, dann mache ich mal weiter. Ja. Ich würde ganz gern dazu noch was sagen, auch das zu dem, was Dylan gesagt hat und zu der Theorie. Da bin ich ja mehr ein Phänomenforscher, und mir ist das Phänomen passiert, dass also meine DNA epigenetisch umprogrammiert worden ist und in der Gruppe um den Mediator André Genestet, der die Theorie von Gewalt vertritt, am Kobabo-Institut, ist auch ein Professor Dr. Moshe Süff tätig, der Traumata in der DNA nachgewiesen hat. Aber sowohl Traumata als wie epigenetische Umprogrammierungen durch Erkenntnisse sind beides möglich. Weil mir ist die epigenetische Umprogrammierung in der Wüste passiert durch Selbsterkenntnis. Und ich bin also auch physisch umprogrammiert worden und habe halt erkannt, dass das Leben in energetischen Wandlungsprozessen stattfindet und dass diese energetischen Wandlungsprozesse nur drei Möglichkeiten im Ergebnis haben. Entweder Leben kreieren, Leben regenerieren oder Leben minimieren. Und Leben minimieren ist immer eine Gewalt, wo ein Werkzeug oder ein energieloses Werkzeug benutzt wird gegen das Leben. Und Geld ist eine Gewaltstruktur, die gegen das Leben agiert. Danke, danke. Und die Herrschaft über die DNA, das heißt, der Mensch hat nicht die Herrschaft über die DNA, sondern der Geist ist Herrschaft über die DNA. Der Geist, der jetzt wieder auch neu auf die Erde erstrahlt oder intensiver auf die Erde erstrahlt. Und das, was mir passiert ist oder was andere dann in Nahtoderlebnissen erleben, was in letzter Zeit auch immer viel häufiger wird, ist eben, dass der Geist über der Materie steht. Beziehungsweise das, was wir als Materie nennen, ist im Grunde genommen nur komprimierter, verdichteter Geist. Also unser Leib ist, oder ich kann es auch anders darstellen, ist vielleicht einfacher zu verstehen. Nebel ist eigentlich nur eine lose Form von Wasser. Wenn sich Nebel komprimiert oder verdichtet zu Wassertropfen, dann wird es zu Wasser. Wenn es sich weiter verdichtet, dann wird es zu Eis. Obwohl die Struktur vom Eis wesentlich größer ist als die Struktur des Wassers. Aber selbst in der Struktur des Wassers, wenn es energielos ist, ist es auch strukturlos. Wenn in das Wasser Energie hineinkommt, dann entwickelt das Wasser eine hexagonale Struktur. Das flüssige Wasser. Und genauso ist es mit dem Leben, das heißt also mit dem Geist. Das heißt, wir werden durch die Bewegung der Erde
in Richtung intensivere Sonneneinstrahlung vom Zentrum oder Lichteinstrahlung vom Zentrum, dem kosmischen Geist kommen wir näher. Wir kommen also physisch dem kosmischen Geist näher und er wird uns auch wieder erfüllen. Über unsere 12 Sinnesorgane werden wir auch die Intensität dieses kosmischen Geistes wieder wahrnehmen, was lange Zeit nicht möglich war oder möglich ist. Und das kommt oder passiert im Grunde genommen durch Selbsterkenntnis beziehungsweise durch Meditation oder Selbstkritik, an sich selber arbeiten, in einer Harmonie, wie die kosmische Ordnung auch gestaltet ist. Wenn wir in diese Harmonisierung der kosmischen Ordnung kommen, und das darf jeder für sich selber tun, dann sind wir wieder in einem Paradies, außerhalb von Krieg und Frieden. Ich gebe weiter. Ja, wie gesagt, ich fantasiere mich ja jetzt schon an dem runden Tisch sozusagen. Wie ist die naturwissenschaftliche Erklärung? Ich werde auch gleich kurz was zur Epigenetik sagen, wenn ich das zeitlich hinkriege. Das Bild, das naturwissenschaftliche Bild, das ich im Kopf habe, ist, dass wir als Savannenbonobos im Gegensatz oder in der Ähnlichkeit zum Urwaldbonobo vor 400.000 Jahren, da gab es sicherlich die sogenannten Alpha-Männer, die sicherlich das intensivste Geliebtheitsgefühl hatten in diesen Savannen-Bonobo-kommunistischen Gruppenehen sozusagen. Dann gab es auf der anderen Seite welche, die vielleicht sich zwar auch geliebt gefühlt haben, aber relativ am wenigsten gefühlt haben. Und dann kam da diese Erfindung des Tausches auf und danach die Erfindung des Tauschhandels, ja. So, und das faszinierte die Frühmenschen sozusagen. Ja, hoppla, ich kann dem anderen Dinge geben, die mir vertraut sind und kriegt dann zum Beispiel zum Essen ganz faszinierende neue Geschmäcker, die ich noch nie hatte. Und das erscheint so erstmal so als Vorteil. Das erscheint erstmal als Zugewinn. Ja, hoppla, ich gebe dem anderen das und er gibt mir ganz neue Dinge, die für mich ganz ungewohnt sind, aber doch faszinierend und so weiter. Und haben die Savannenbonobos, also unsere Urgroßeltern sozusagen, einfach angefangen mit dem Tauschhandel und haben gar nicht begriffen, wie gefährlich der ist, weil er mit der Zeit das Problem mit sich bringt, dass der einzelne Tauschhändler an dem anderen Menschen eigentlich nur noch ein Interesse hatte. Wie kann ich den anderen zum Vertauschen, also zum möglichst viel von mir nehmen und vertauschen sozusagen bringen, so dass ich das größte Tauschhandelsgeschäft mache und später dann vor 40.000 Jahren das Ganze mit Geld, also wie kann ich den anderen zum Kaufen meiner Produkte bringen. Und dabei stören dann eben eigentlich Glückserlebnisse. Und das heißt also, dass diese frühen Tauschhändler, die vielleicht tatsächlich in einer Gruppenehe am wenigsten vielleicht zu melden hatten oder am wenigsten Bedeutung hatten, die haben sich vielleicht auf den Tauschhandel orientiert und haben dann eben Geschichten erzählt, die körperfeindlich waren, also die dieses Liebesleben des Bonobo-kommunistischen Gruppenehelebens eher so tabuisiert haben, eher gesagt haben, und wir stellen ja heute fest, dass wir unendliche Tabus haben, wir haben lauter Weltreligionen, die körperfeindlich sind und die alle sagen, Sex ist mehr oder weniger schlecht oder böse oder gefährlich oder eklig. Ne? Und das hat damals ganz dezent angefangen, ist die These der Naturwissenschaften, und dann haben die Händler immer mehr glücksräuberische Kommunikationen getätigt und fingen auch an, zum Beispiel Nahrungsmittel immer mehr künstlich herzustellen. Heute stellen wir ja Nahrung in Chemielaboren her, wo sie am billigsten herzustellen sind, aber lauter Gesundheitsschäden in den Körpern der Weltbevölkerung anrichten. Ne? Und das hat auch damals sicherlich allmählich begonnen. Und dadurch ist die These jetzt, wie, wenn das so ist und wenn die Menschen so
ja auch so egoistisch gesehen werden, wie die Naturwissenschaft sie sieht. Wie können wir diesen Fehlentwicklung stoppen? Und da kommt jetzt das Gemeinwohlökonomische, das ja auch bei in Schrot und Korn und in ZDF und Arte jetzt gekommen ist, jetzt in der Februarausgabe von Schrot und Korn, Artikel auch über Gemeinwohlökonomie, Seite 44. Ja, und dann letzter Satz dazu, dass eben einfach die Gemeinwohlökonomie die Belohnungen so setzt, dass die Egoisten aufhören müssen mit dem Schädigen der Mitmenschen und mit der Schädigung meiner Lebensqualität, meiner Gesundheit, meiner Langlebigkeit und meines Wohlfühlens. Und das ist eigentlich das, was Gemeinwohlwirtschaft macht, das gemeinwohlökonomische Denken macht. Ich gebe weiter. Öffi ist in der Reihenfolge dran. Hallo, ja, danke schön. Danke schön den Vorrednern. Ja, lieber Lucky, ich kann sagen, ich denke, dass das bei uns eine dynamische Einheit ist. Also wenn der Dylan so jetzt die Idee hatte mit diesem Hundentisch, dieser Zukunftskonferenz oder diesem neuen World Economic Forum, dann ist es so, dass wir quasi schon jetzt die Samst- und Mond-Talks als Einstiegs- oder Anfangsentwicklungsinstrumente und Ausdrucksformen gleich auch für diesen neuen runden Tisch verstehen und das so in gestaffelter Form. Also quasi der Samstag, den wir da machen, hat eine Kerngruppe aus den Orga-Mitgliedern, sage ich mal, der neuen ganzheitlichen Projekte als Bezugsgruppe, als hauptsächliche Bezugsgruppe. Die Montagsgespräche sind der Einstieg für die ganz unbeleckten Neuen, um die man sich kümmert. Und das Element, was uns noch fehlt, und das ist das, was du jetzt sicherlich hauptsächlich im Auge hast, also bei dem, was wir da angesprochen haben mit dem runden Tisch, ist eine Multiplikatorenebene, wo man auch die großen Multiplikatoren mit einbezieht, wie eben Politiker, Religionsführer, und andere ideologische und ethische Prominente, die da Standpunkte vertreten können, die ja die Landkarte der Lösungsvorschläge dann möglichst gut abdecken. Ja, also zu diesem runden Tisch, also da sind wir jetzt sicherlich darauf konzentriert, also in Schenker-Bewegung war es schon vor ein paar Jahren so, dass wir auch überlegt haben, ob man mal eine Promi-Einladungsaktion macht. Ja, sie zumindest sich mit überlegen könnten, was da von der Sache so zu halten ist, dass wir mit denen ins Gespräch kommen würden. Das war alles noch nicht mit dem letzten Biss, weil, wie man ganz ehrlich sagen muss, und ich finde das gar nicht so verkehrt, also wir waren immer hauptsächlich konzentriert, bevor wir in die großen Fanfaren geblasen haben, zu gucken, wie sieht es aus mit der Persönlichkeitsentwicklung und der gemeinschaftlichen Wirklichkeit. So nach dem Motto, leb erstmal, ne? Das, was du sagen willst, bevor du groß rumtönst und lebst es nicht. Insofern war das für uns sehr vorrangig, dass wir geguckt haben, wie entwickelt sich jeder Einzelne so in seinem Inneren zu Reife, zu gewaltfreien Verhaltensformen, erstmal einfach auch Kommunikationsformen, Konfliktformen, Konsensfähigkeiten. Und auch äußerlich waren wir natürlich immer beschäftigt, Existenzgrundlagen außerhalb des Systems zu schaffen. Egal, ob man von Geschenken, Abfällen oder den Wildkräutern gelebt hat, die man sich in der Natur gesammelt hat. Also das war immer die Hauptbaustelle, die soll es auch bleiben. Aber wir sind in einer Zeit jetzt heute, wo einerseits, weil wir von diesen äußeren Grundlagen jetzt einiges haben, also wir haben ja viel mehr jetzt Projektorte, die man nutzen könnte, als Menschen, die bereit sind, das zu machen. Also von daher sind wir in einer Situation, wo wir da vorwärts gehen können mit den Entwicklungsstrategien. Und die Zeiten sind natürlich ganz andere geworden durch die Internetmöglichkeiten heute, die Möglichkeiten der Fernkommunikation und sich da so zusammenzutun, Kräfte zu bündeln, auch Organisationen auf die Beine zu stellen, auch für Kontaktaufnahme zu anderen Gruppen und ihren geistigen Leitern und ja, zu dem Versuch auch,
da eine gemeinsame Plattform fürs weiter Vorwärtskommen einzurichten. Piep, 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 piep. Ja, aber dann sage ich doch ganz kurz noch, also für mich ist vor allem auch ein ganz wichtiger Bestandteil, auch um diese Zukunftskonferenzen, eure runde Tische zustande zu bringen, dass in der jetzigen Situation, wo durch die Corona-Krise wirklich da die Möglichkeit des Umkippens der Weltentwicklung zu einer digitalen Willkürdiktatur uns vor Augen steht, dass man da ausreichend verantwortungsbewusst und entschieden darauf reagiert. Und das habe ich gemacht durch also nach meiner Wahrnehmung mache ich das durch hochgeschraubte, gewaltfreie Mittel, Durchsetzungsmittel, nämlich Argumente, die ich in meinen Weckruf, den ich zu Weihnachten als Weihnachtsweckruf schon rausgegeben habe, jetzt einfach aber auch Weckruf für Politiker und Strippenzieher und alle Menschen. Da habe ich das drin ausgedrückt. Da sind sehr starke Argumente mit drin, verbunden mit einer Vorgehensstrategie und verbunden mit auch Brücken angeboten. Also wie kann man von allen Seiten auch positive Ansätze in den Entwicklungen sehen? Von Maßnahmenkritikern, Great Reset Fans und so weiter. Und wie kann man daraus etwas machen, wo alle sich mit ihren Anliegen ein Stück weit, also wenn sie die Anliegen ehrlich und verantwortungsbewusst meinen, dann wiederfinden können? Ja, und da habe ich heute mit meiner Frau noch ein Video zu gemacht, weil ich das in der Nacht so weit fertig gemacht habe, dass ich das jetzt hier auch in Hessen an wichtige Lokalpolitiker und so rausgeschickt habe. Und werde das jetzt also kräftig in Wellen auch nach außen rausschicken. Ne? Heißt nicht, dass das viel Resonanz findet, aber ist jedenfalls der Logik der Verantwortung meines Ermessens gut so geschuldet. Okay, damit gebe ich weiter. Und wir sollten im Auge behalten, also ich denke fast, wir haben jetzt, also für mich könnt ihr das auch als mein Schlusswort ansehen. Ihr könnt das, was das Video hier anschauen. Das wird auf meinem Kanal Öffner Jürgen Wagner in YouTube hochgeladen. Also bislang wurde auch noch nicht gelöscht da bei mir. Also von daher kann das da vielleicht dann anzuschauen sein. Ansonsten wisst ihr alle, freies Argumentekulturforum. Ich denke, du lädst das montags ja auf dem Wandelkanal hoch, Wandelgespräche-Kanal hoch. Genau, ja, nee, aber jetzt das andere, das Video mit meiner Frau heute. Ach so. Das wird im Öffner Jürgen Wagner Kanal sein, ne? Und auf jeden Fall wisst ihr auch, wer immer am Ball bleiben will, auch schriftlich, ne, www.freie-argumente-kultur.de. Ja, damit gebe ich weiter, ne, und lasst uns schauen, dass wir vielleicht so 10 vor so langsam zum Schluss machen kommen und dass wir dann alle rüberwandern können in diese anderen Räume. Ja, 5 vor dürfte langen. Ja, Lucky, dann bist du wieder dran. Ja, ich werde mich schon kurz halten, hatte auch schon im Kopf, weil ich jetzt das letzte Mal dran bin und sozusagen gleich ein Schlussfeedback mache. Ja, mir hat halt besonders der Satz von Henning gefallen, wo ich auch den Daumen hochgehalten habe, dass Geld ein Wahl-Wahl-Verhältnis ist. Und von daher ist es für mich nach wie vor der Pfeiler, an dem gesägt werden muss, wenn wir das bisherige System transformieren oder zum Zusammenbrechen bringen wollen. Und von daher bin ich nach wie vor, das hat schon viel richtig erkannt, ist mein Hauptfokus, wie kommen wir eigentlich zu so einem Tisch, wo eben die verschiedensten Unterschiede hoch, ja, was ist eigentlich von dem, was ich meine, Unterschied zur Gemeinwohlökonomie, wo hat vielleicht Christian Felber noch Unterschiede, wo hat das Commons-Institut Unterschiede, das ist ja das, wo ich richtig Lust habe auf diese Diskussion halt, wo eben halt auch einer breiten Öffentlichkeit, das ist das, was ich hoffentlich denke, wo wir eben die Grundideen, auch wenn die sich in Details unterscheiden, aber im Prinzip wollen wir ja mit allen verschiedenen Facetten, wollen wir eigentlich das Gleiche, ein Stück weit ein besseres Leben für alle, ohne Inklusion, das ist das Gegenteil von, ohne Exklusion möglich ist. Da denke ich, unterscheiden wir uns ja nicht groß, sondern wollen wir das Gleiche. Und von daher sind es eher so Detailfragen der Realisierung. Und das ist sicherlich dann also auch interessant für Leute, die dann vielleicht offen für sowas sind, dass sie sowas geballt drüber kriegen von so einem idealistischen Modell und dass da noch Unterschiede sind, dass wir nicht so einheitlich sind, aber doch sozusagen in den Strick ziehen, auch wenn man vielleicht einen Unterschied der Stärke oder ein klein bisschen in der Abweichung, weil du hast einen kleinen Linksstrahl drin am Strick ziehen, einen kleinen Rechtsstrahl, aber wir ziehen sozusagen alle in die gleiche Richtung. Die Hauptrichtung ist gleich, dass wir sozusagen und so aus dem Kapitalismus rausziehen, um das jetzt mal bildlich zu sagen, mit diesem Tau ziehen, dieses Bild. Ja. Und von daher, ja, ist heute auch ein bisschen kürzer,
Ein paar Sachen habe ich nicht ganz so verstanden, ging mir auch ein bisschen zu esoterisch mit zu ihm, mit Licht und ein paar Sachen. Aber war trotzdem für mich erfrischend und bin froh, dass ich dann teilgenommen habe. Will aber nachher nicht mehr drüber kommen. Ja, damit gebe ich weiter an, auch wenn ich jetzt noch Minuten habe, schenke ich dir, Henning. Ja, danke das, für das Geschenk. Genau. Die Geschenkeökonomie ist das Thema. Ja, wenn wir den Kosmos eigentlich richtig verstehen, ist der Kosmos immer in Harmonie und im Schenken. Weil alles Licht, was von oben kommt, vom Firmament, wird uns geschenkt. Und Licht ist Information und Licht ist auch Geist. Und komprimierter Geist ist eigentlich die Lebensform in dreidimensionaler Leben, Erleben, in dreidimensionalen Erleben. Und dieses Erleben oder Erwachen, was jetzt passiert, was also durch intensiveres Licht, indem wir auch mehr Geist von oben bekommen, was wir nicht sehen, aber durch über unsere 12 Sinnesorgane wieder wahrnehmen können oder werden. Also mir ist es passiert, ich bin epigenetisch umprogrammiert worden, ich kann meine 12 Sinnesorgane wieder effektiv nutzen und habe nicht nur Gespür, sondern auch eine Intuitionswahrnehmung aus der Koordinierung von meinen 12 Sinnesorganen. Und bin auch zu der Erkenntnis gekommen, dass also die Geldmünze auch genauso wie Karall für Licht und Leben ein Denkmal, Symbol und Ausdruck ist, ist die Geldmünze auch ein Denkmal und Symbol und Ausdruck für das Zusammenleben. Und zwar das Zusammenleben in der Form, dass die beiden Bedingungen von der einen Seite und der anderen Seite durch das Metall immer in Einheit, in Harmonie und von der dritten Seite gezeigt Bedingungslosigkeit gehalten werden darf. Und dazu darf jeder mit beitragen. Das heißt, mir ist es auch vor ein paar Tagen passiert, dass ich also von 8 Polizisten umringen worden bin, weil ich keine Maske hatte. Ich habe ihnen die Geldmünze erklärt, die sind alle weggelaufen. Die sind alle weggelaufen. Wenn ich die Geldmünze benutze, wie das Kreuz in Dracula, dann laufen die alle weg. Und wenn ich von vornherein sage, du hör mal, alles ist Licht, alles ist Bewusstsein, alles ist eins, dann kannst du nicht irgendwo von uns, unseren gemeinsamen Lebensenergien etwas nehmen, es dein eigen nennen und dann noch für Geld verkaufen. Das entspricht dem Diebstahl, der Erpressung und des Betruges. Das ist alles in jedem Rechtsgeschäft mit Geld enthalten. Und das ist eine strukturelle Gewalt, die wir erkennen dürfen, um sie abzubauen. Wir müssen sie erst erkennen, bevor wir sie abbauen können. Und damit, denke ich, ist für diesen Abend genug gesagt und gebe weiter für das Schlusswort. Ja, also, ja, wir sollten ja spätestens dann 5 vor rübergehen. Dann versuche ich auch nur noch mal kurz was zu sagen. Also, ich wünsche mir ja auch, dass alle Richtungen anwesend sind, also alle Varianten, Christian Felber und, ja, und alle anderen Richtungen auch. Und das Gemeinsame, das Gemeinwohl ökonomischen Denkens von GWÖ, GWO und GWL und ja, also mindestens von diesen 3 Richtungen des Gemeinwohl ökonomischen Denkens ist halt, dass wir den Menschen halt sozusagen uns schwer tun, den Menschen so selbstlos zu sehen, sondern alle gemeinwohlökonomischen Konzepte haben nach wie vor Belohnungssysteme, also nur, dass eben jetzt nicht mehr Profite auf Kosten der Menschen gemacht werden, also sozusagen das Schädigen der Mitmenschen belohnt wird. Zum Beispiel ist ja die Kriegstreiberei, die ja gerade läuft, ja. Am Ende profitiert von all dem Theater, was da jetzt gerade geschieht, profitieren als einziges die Waffenkonzerne. Alle anderen Beteiligten verlieren, aber die Rüstungskonzerne gewinnen, weil sie wieder stärkere Aufträge bekommen. Und wenn es so richtig kracht, dann wird auch richtig Umsatz gemacht, ja. Also das ist das, was Kapitalismus und Marktwirtschaft haben, nämlich sie erlauben Profite auf Kosten der Menschen. Und die gemeinwohlökonomische Denkweise dreht das Ganze um und sagt, nein, wir unterbinden jeden Profit auf Kosten der Menschen,
arbeiten, aber weil wir nicht die Selbstlosigkeit des Menschen annehmen, sondern eher den Egoismus der Menschen annehmen, arbeiten mit gezielten Belohnungen für Gutes tun sozusagen. Und das ist so, das ist dieses gemeinsame, alles gemeinwohlökonomischen Denkens. Und am besten, das mache ich vielleicht jetzt zum Schluss noch, gibt das für mich die Anekdote vom alten China wieder, die war ja weltberühmt geworden ist und die der Kernkristallisationspunkt des Weltrates war, nämlich angeblich soll im alten China der Arzt so lange beschenkt worden sein, wie alle im Dorfe gesund und glücklich waren. Wurde auch nur einer krank oder unglücklich, erfuhren das ja alle, reduzierten ihre Geschenke. Dadurch hatte der Arzt immer nur den Anreiz, ich muss Krankheiten verhindern und Unglück verhindern und dann werde ich belohnt. Aber es ist auch ein Belohnungssystem. Es ist also ein gemeinwohlökonomisches System, nur dass es das gute Tun belohnt und nicht den Verkauf möglichst vieler Operationen oder Impfungen auf Kosten der Menschheit sozusagen. Ja? Und das ist das ist das, wie wir denken und und ich sehe eine gewisse Nähe zwischen den Naturwissenschaften also und allem gemeinwohlökonomischen Denken. Also insofern ist Felber, obwohl er so ein Zwischending ist zwischen naturwissenschaftlichen Psychologen und Geisteswissenschaftler, sehe ich ihn dennoch so, dass er auch sagt, ja, so ganz ohne Belohnung kommen wir nicht aus. So ein gewisses Maß an Egoismus und Selbstsüchtigkeit ist bei Menschen eventuell nicht ganz auszurotten, wobei der Öffi uns vielleicht das Gegenteil beweisen wird. Ja, und jetzt, wie kommen wir jetzt, wenn jetzt noch jemand was ganz Wichtiges sagen will, Öffi, du, und ansonsten müssten wir wissen, wie wir jetzt rüberklicken können uns, ne? Ja, ich danke euch und der Link ist ja im Chat. Habe ich schon ausprobiert. Mit dem Chat kommt man dahin. Aha. Ich probiere das mal. Ich sag tschüss, ne? Seid alle umarmt. Ich sag auch tschüss. Bis gleich. Ich suche den Ausschaltknopf. Ach, da ist es doch.